Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Hofnormann. Mit dabei der Lenny, der Micha und der Toledo. Einen wunderschönen. Hallo. Hallo. So, Jungs, ich bin beschäftigt. Ich musste unser Hundefutter noch. Hallo. Leckt mein Spiel gerade oder lasse ich das Spiel abstürzen mit meinen Hundefuttersäcken? Ne, jetzt geht's. Da hinten steht noch ein LKW auf dem Feld mit irgendeinem Getreide drin oder so, ne? Von der Mission wahrscheinlich. Dann müsst. Warte, welcher LKW steht wo? Mal hinten auf. Ja, Feld. Der muss noch weg. Den haben wir da stehen lassen, Lenny, letzte Woche. Wenn du dich daran erinnerst, weil wir da noch am Pellets pressen waren. Und damit wir wussten, wohin er gehört, zu welcher Mission, haben wir ihn genau da stehen lassen. So, ja, kann ich gleich gerne wegbringen. Ich bringe hier nur dem Hund mal ein bisschen Premium. Mir ist egal, nur. Wie du magst. Ich stelle die Pelletpresse erstmal hier unter das Schleppdach, ne? Ja, yep, mach das. So. Großer Schweizer Sennenhund. 0 Liter Hundefutter, aber ist was im Napf? Was ist denn eigentlich, ganz kurze Frage. Ja. Wir hatten mal drüber gesprochen, ich würde den Axion gerne behalten. Ja. Da stand mal was im Raum. Ja, wir haben es aber nie angesprochen. Aber möchtest du es einfach direkt? Die Frage ist, wollen wir es überhaupt noch machen oder lassen wir es? Nö, können wir. Ich bin dafür, das können wir machen. Ja, das Hundefutter hast du auch am Hof reingepackt, aber bei der Plantage ist nichts drin. Ach, der Hund gehört zur Plantage. Ich hatte für beide Sachen einen Hund gekauft. Das ist nicht mein Problem. Das ist Lennys Hund. Das sage ich dir. Ja, dann lass den mal verhungern. Ja, Mann, das tut mir echt leid, ne? Aber. Das willst du machen auch, ne? Ich bring den 2 Säcke Hundefutter. Der arme Junge. Ich hab den da noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Der ist bestimmt ausgebüxt. Kann ja auch nichts für sein Herrchen. Wer macht denn sowas hier? Wer macht denn das Ohr zu? Also, Lenny, lass uns ganz kurz drüber sprechen. Sehr, sehr, sehr gerne. Wir hatten ja vor, weiß ich nicht, wie viele Folgen jetzt auf den John Deere Hof quasi umgestellt. Und die Frage war, ob wir nochmal vor dem LS22 von John Deere abweichen sollen und einen Klaashof machen. Wir finden den Lexion ganz geil. Lenny findet den Arion. Arion? Axion. 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 Ja, sorry. Axion ganz, ganz nett. Ich denke, so einen. Stereon würde sich auch ganz gut am Hof machen. Hörensagen. Vielleicht auch nur der kleine oder ein cooler Mod. Man weiß es nicht, ne? Gibt ja auch da echt, echt geile Dinge. Schon mal so ins LS22-Feeling-Giveaway kommen. Mit dem Saddle-Track. Was sagt grundsätzlich ihr dazu? Also, auf Klaas stehe ich auch. Okay, das ist also schön, dass du Klaas magst, aber. Und die wollen wir neue Traktoren oder? Der Hof umstellen, oder? Ja, sag ich ja. Also, hat er nicht. Gebäude, ja, war jetzt nicht so gut. Dass du auf aller Joko und Klaas gemacht hast, von wegen. Okay. Ja. Zeit nicht eingestellt. Hätte nicht besser. Micha, ja, was sagst du dazu? Ich erst nicht mehr da. Achso, Entschuldigung. Ich rede mit euch, ich hab Mikro oben. Der ist vom Stuhl gefallen. Genau, nee, passiert mir auch oft. Okay, also dann gern machen. Haben wir das schon mal für uns? Ja, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist aber, wie gehen wir mit dem Ganzen um, ne? Also wir haben jetzt natürlich Equipment, was irgendwie gebraucht ist und natürlich nicht mehr das Riesengeld bringt. So. Also jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ja. Aber wir haben 1 Million Schulden. Und das 1 Million Schulden. Das schaffen wir sowieso nicht mehr abzubezahlen. Ja, willst du jetzt 2,5 Millionen machen, damit wir uns die neuen Geräte leisten können, oder wie? Ich weiß nicht, mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, was es kostet. Ich auch nicht. Also, das wäre jetzt. Gut, machen wir es ganz schnell. Tauschen wir einfach durch. Ne, großer Schlepper gegen großer Schlepper und das wird eine Nullnummer. So alle Abwrackprämie, wir wechseln einfach die Maschinen und fangen bei mit frischen Maschinen an oder verkaufen wir, was wir haben und kaufen neu.
Also ich meine ja auch gesehen zu haben, dass die alten Traktoren, wir haben ja auch nur Euro 4 sind, ne? Also ich meine, da gab es ordentlich Subventionen, wenn du umweltfreundliche Maschinen anschaffst. Ich wollte gerade sagen, Subventionenanfragen machen. Unser Landmaschinenhändler hat umgestellt auf Glas, der vertritt kein John Deere mehr, also wir kriegen ihn nicht mehr gepflegt. Also, hast du noch Fragen? Ich hab keine Fragen mehr. Also der Antrag bei der KfW für die Förderung ist schon gestellt, ne? Ich hätte folgenden Vorschlag. Wir verkaufen unsere jetzigen Traktoren, gucken uns den Neuwert an und gucken, dass wir dann gegen gleiche Maschinen von Klaas bekommen, in der gleichen Preiskategorie, gleiche Leistungskategorie, und dann können wir einfach, würden wir durchtauschen. Weil wir verkaufen die Geräte ja eh nicht, dann wäre der Mehrwert, weil sie ja neu sind, wär dann egal für uns in dem Fall. Und wir müssen halt nicht den Kredit ausreizen, weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt 2 Millionen Kredit bekommen. Hör mal, wir schicken dich zur Bank mit deinem hübschen Gesicht. Die geben das Geld freiwillig raus. Übrigens, ganz kurz, wenn ich kurz die Bank, habe ich mal ganz kurz aufs Online-Konto geguckt und versucht zu sagen, ich hätte gerne nochmal 5.000 Euro geliehen, dann sagen die einfach direkt mal, du kannst mal 5.000 zurückzahlen, aber allein mit Sicherheit nicht. Das kriege ich hin. 5.000 zurückzuzahlen? Nein. Oder zu leihen. Dass du Geld aufnehmen darfst. So, ja. Würde ich ausprobieren, ob das geht auf der Karte hier. Ja, aber selbst mit einem Kärcher, Micha, ne? Das kann manchmal richtig Geld bringen. Ja, sprechen wir über 300.000 oder so, ne? Aber dafür kriegen wir halt nicht. Also, das macht keinen Sinn. Nee, ich würd dann vielleicht umstellen. Ich will nochmal die Zuschauer fragen, ob die das genauso sehen. Alles verkaufen, was wir jetzt haben, ausrechnen, was ungefähr wert ist, und dann das wäre Durchtausch. Und klar, beim Lexion werden wir halt drauflegen müssen, wenn wir einen Lexion haben wollen. Wenn es nur der Tucano ist, könnte es hinkommen. Müssen wir schauen. Müssen wir, glaube ich, auch nochmal miteinander sprechen, wer denn welches Gefährt haben möchte. Wir legen einfach fest, du gehst zur Bank und klärst das erstmal. Ob wir noch mehr Geld bekommen. Ob die unsere Durchtauschaktion möglich machen. Ja, das machen sie bestimmt. Wenn wir das wollen, dann bringen wir die richtigen Argumente. Aber jetzt verstehe ich nicht, müssen wir zur Bank oder kriegen wir Subventionen? Ich würde das mit der KfW-Förderbank machen. Subventionen. Das geht ja Hand in Hand. Ja, Hand in Hand. Ja. Ist okay. Das nennt sich Umschulden. Du meinst, wir suchen uns eine neue Hausbank. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ist okay. Die ansässige Bank gibt uns nur 1 Million, dann gehen wir woanders hin. Gehen wir zu der in der Stadt, die ist bereit, mehr Risiko zu zahlen, ertragen. So, was ist, liegt denn eigentlich an? Ich habe gar keinen Überblick. Ich auch nicht. Aber frische Raps auf der 25. Das ist Mission, ne? Nee, ist doch. Und ich bräuchte jetzt einen Abfahrer. Ich bin doch, voll das in. Mach ich. So, warte mal, wie viel muss ich jetzt eigentlich noch hier für. Wir haben gleich noch Hafer. Brauchen wir den Hafer? Mhm. Bin voll. Bin auf dem Weg, ich hole Anhänger. Juhu. Oh nein, ja, so. Ich bin falsch. Wir müssen Hafer noch abliefern bei Pferdehof hinter Tuxen. Ja. Ich bin eigentlich auf dem Weg, ne? Aber auch uneigentlich bin ich falsch gefahren. Die Einfahrt zum Pferdehof verpasst. Achso, den Raps, den müssen wir auch noch an 2 Stellen abgeben. Also yep. an einer Stelle 2 Felder. Ja, genau. An einer Stelle 2 Felder. Ja, da habe ich leider verkackt letzte Woche. Indem ich das neue Feld schon angefangen habe, bevor ich es weggefahren habe, da war der Vorsatz leider nicht gut. Weiß einer, wo hier der Abgibträger ist vom Pferdo? Ja, da wo das Stroh liegt, glaube ich. Nicht über Fuchshausen? Nee.
Hintertupfingen. Wird schon mal nicht angezeigt. Versuch's mal. Hintertupfingen hat auch noch den schlechten Verkaufspreis, ne, wenn ich durchziehen würde. Wie ist der Unterschied denn das? Wir vertrauen dir da. Schon ordentlich. Ne, ich bring das zum Malzwerk. Da kriegen wir 300 Euro mehr. Also hier geht schon mal nicht. Warte. Wie, warte? Ich habe mir die Trigger anzeigen lassen. Ja, du. Oder ich lass mir die Trigger gerade anzeigen. Könnte ich grundsätzlich ja auch. Aber das sieht so schön unschön aus. Ja, aber ich sehe hier auch keine. Aber ich muss doch hier. So, hier unten. Ich muss zum Pferdehof hinter Tupfingen. Das hier muss der Pferdehof sein, weil der andere blinkt nicht. Ja, ihr müsst das hier reinkippen. Nee, da war ich, da war ich, da geht nicht. Da war ich eben. Lass vielleicht tiefer reinfahren. Ich bin bis hinten auf den Ballen quasi gefahren. Also ich habe neulich hier abgekippt, hier wo du jetzt bist. Ja, aber du hast da Strohpellets abgekippt. Ja, ist doch egal, was. Ja, das sagst du, ne? Da ist auch ein Trigger. Was ich mir vorstellen könnte, hier vielleicht vor dem Schuppen, das könnte. Aber. Nee, da ist kein Trigger. Dann vielleicht hier irgendwo bei den Boxen. Was hast du da drin, ne? Hafer. Hafer. Warum? Ich frag für einen Freund. Okay, also Hafer nehmen die auch, habe ich gesehen. Aber er nimmt es auch nicht in Sackwaren, oder? Warte. Geht in also, der Mission Sackwaren? Du siehst ja auf der Karte, wo er das haben will, ne? Da stehe ich jetzt genau drin. Das ist hinter der Scheune. Hinter der Wand hier. Hier blinkt es auf jeden Fall auf der Map. Ja. Wie du siehst, war da auch schon mal so ein Idiot gerade, weil er zu weit gefahren ist. Nee, du müsstest ja außen rumfahren, das ist hinter der Wand. Ja, da war ich. Da habe ich gedreht. Warte, ich bin auf dem Weg. Boah, Vogelperspektive schon geil, ne? Da respektiere ich immer jeden Ecke. Trigger anzeigen lassen, F4, ne? 5. Hier ist aber keiner. Oder? Keiner angezeigt. Hier ist nur das Ende von dem Strohballentrigger. Hier, wo ich jetzt stehe, müsste das irgendwo sein. Ja, ich versuche gleich nochmal. Hast du denn auch den Anhänger, also den Trailer, ausgewählt? Ja, habe ich. Der ist in dem Bereich. Achso, warte, ich kann auch noch näher ran, aber. Jetzt müsste ja schon passen soweit. Nee, also auch nicht. Ding im Dach. Ich hab den gerade nochmal an und abgehängt, ne? Lass uns was hast du für eine Abkippseite ausgewählt? Ich hab keine. Doch, du kannst Kornschieber auswählen. Ja, jetzt habe ich den Kornschieber. Eben hatte ich. Mach mal, weil ich glaube, der Kornschieber hat der Trigger nicht so hoch. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es was mit der Höhe zu tun, einfach. Ja. Oder er ist höher. Irgendwie. Auf jeden Fall kannst du manchmal Sachen über einen Kornschieber abkippen, wo du sonst nicht abkippen kannst. Gut. Hier ist auch noch ein Trigger, aber das ist, glaube ich, nur der Tierträger. Sieht auch schon gut aus, der Hof, ne? Ich war schon überall an diesem Hof. Nix. Ne, nix. Na, dann fahren wir mal nach hier hinten in die Ecke. Ja. Hier ist ja nix, hier ist kein Trigger. Ah, okay. Hier ist noch was, hier. Da ist ein Trigger. Da ist noch einer auf dem Boden. Wie groß ist denn der? Nicht sehr groß. So groß wie die Tür etwa. Halt genau auf mich drauf. Fahr mich platt. Na, warte, dann zieh ich nochmal nach vorne.
mit der Lenkachse hinten wieder sind. Doch, doch, komm mal. Kann man nicht drauf, glaube ich. Weiter zurück. Und? Nee, und ich bin auf dem Kornschieber. Stell mal den anderen ein. Nee, ich habe gerade schon hin und her gewechselt. Ich wechsle die ganze Zeit, alles. Ja, du bist jetzt zu weit rüber. Fahr mal wieder vor. Und das Ding hier? Top. Was ist denn hier? Hier ist extra so ein Abkippbunker-Dingsbunker. Ja, da wurde gesagt, da ist kein Träger. Nee, ist auch nicht. Probier's trotzdem mal. Herrgott, was hast du zu verlieren? Da war ich eben schon. Zumindest so. Mit dem normalen Ding. Warte, ich lass mir jetzt auch mal kurz die Träger anzeigen. Wir müssen mal ganz kurz hochfliegen. Alter, das ist ja hier. Ja, da gibt es einen Träger. Hier gibt es keinen. Hier ist ein Träger. Aber, ja. Kann mal einer ganz kurz den LKW wegfahren, bitte? Wisst ihr, was das Problem sein kann? Hm? Ja, ich sehe hier. Nee, das ist doch kein Träger, Junge. Also, wenn. Doch, könnte einer sein. Aber der ist sehr, 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 sehr flach. Weil wenn du dir den Träger hier anguckst, geht er ja bis unters Dach. Zu dieser Holzverlattung hier. Ich kipp mal hier ab, ne? Da kannst du jetzt abkippen? Also mir wird einer angezeigt zum Überladen, aber er kippt nicht ab. Also mir wurde eben auch keiner angezeigt. Hast du Kornschieber genommen? Hier Hafer abkippen. Jetzt läuft's. Bitteschön. Ja. Ich kam gerade nicht auf die Idee umzukippen. Umzustellen, dass er Crunch übernimmt. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, dann war das eine Sherlock Holmes Folge heute. Oh. Wie immer hoffen wir, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.